Guten Morgen und willkommen zurück bei Harry Potter Hogwarts Mystery. Im letzten Part haben wir mit Hilfe von Revelio einen geheimnisvollen Gang enthüllt, der zu einer vereisten Tür führte. Vielleicht zu einem verwunschenen Verlies? Rowan wurde daraufhin von einem Eisstrahl verletzt und liegt derzeit im Krankenflügel. Eigentlich, also momentan sitzt sie neben mir, warum auch immer. Außerdem haben wir Marula zu therapieren versucht und Snape hat uns den Rücken gestärkt. Im Offscreen habe ich derweil die Lektion des Stärkungstranks so gut wie vollendet. Nur noch eine kleine Aktion und wir sind fertig. Ich hatte ja versprochen, dass ich das dann immer noch zeigen werde. Ich nehme mal die Empathiepunkte mit. Ich bin fast fertig. Jetzt ist es Zeit, meinem Stärkungstrank den letzten Schliff zu geben. Na gut. Dann tu das. Flups. Ja, das machst du richtig toll, Valkyrie. Danke, Rowan. Hätte ich dich als Fangirl nicht dabei, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Gut. Stärkungstrank vollendet. Und 5 Hauspunkte gekriegt. Sehr schön. Und ein Wissensaufstieg. Der kann auch nicht schaden. Alles klar, dann haben wir die Lektion von Teil 3 von 5 beendet. Nee, von Kapitel 5. Moderation, Kind. Dann schauen wir doch mal nach Rowan und ob es ihr eventuell besser geht. Und ab in den Krankenflügel. Aha, wer ist das? Das sieht nicht gut aus. Die sind alle so sterbenskrank irgendwie. Die einzige, die ganz gut aussieht, das ist Rowan. Valkyria, du besuchst mich, alte, kranke Frau. Ich habe Schokofrösche, meine Sternkarte aus dem Astronomieunterricht und ein Buch über Wendelin, die Ulkige, dabei. Oh, sie ist eine meiner Lieblingshexen aus dem Mittelalter. Vielen Dank, Valkyria. Wie fühlst du dich? Besser, aber noch nicht gut. Das verwunschene Eis hat etwas mit mir angestellt. Je länger wir in diesem Korridor waren, desto stärker hat die Kälte an meiner Kraft gezehrt. Wir werden uns auf jeden Fall warm anziehen müssen, wenn wir wieder dorthin gehen. Ja, nächstes Mal. Stimmt etwas nicht? Ich bin einfach nur müde. Lass uns darüber sprechen, was du anders machen kannst, wenn du in das verwunschene Verlies zurückkehrst. Ich habe das Gefühl, Rowan möchte nicht wirklich mit uns mitgehen, oder? Na, verdammt, Gespräch mit Rowan und wir brauchen 5 Sterne, um zu bestehen. Ich lasse nochmal die Energie voll laden und dann können wir damit immer noch anfangen. Schade, ich dachte, es ist nur ein Gespräch. Lasst uns mit Rowan sprechen. Ich denke, dass sie von dieser einen Eisbombardierung die Nase voll hat und wir das nächste Mal mit einem anderen Freund in den Korridor gehen, aber... Wir wissen es noch nicht. Lass uns erstmal mit ihr sprechen. Okay. Erzähl uns mehr, Rowan. Mir geht es nicht so gut. Das weiß ich. Diese Blumen sind wunderschön. Madame Pomfrey ist eine Blume? Interessant, das wusste ich bisher auch noch nicht. Soll ich dich füttern? Wieso willst du mich füttern? Du bist krank. Hä? Du bist merkwürdig, Rowan. Keine Sorge, ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Und mir geht es jetzt plötzlich auch nicht gut. Was ist denn da los? Ich frage mich, wann ich das nächste Mal im Krankenflügel lande. Sehr optimistisch. Bisher ja noch gar nicht, was mich sehr verwundert. Aber na gut. Geht es dir gut? Offensichtlich nicht. Und um zuzuhören, brauchen wir 5 Energiepunkte. Also sehen wir uns wieder am Ende des Ganzen wieder. So, dann sprechen wir jetzt ein letztes Mal mit Rowan und erhalten dann hoffentlich mal ein bisschen mehr Auskunft. Und wir konnten eben tatsächlich an Madame Pomfrey riechen. Das ist so eklig! Abgesehen von warmen Kleidern und dem Zauber Incendio weiß ich nicht, wie du dich auf das verwunschene Verlies vorbereiten kannst. Ich werde warme Kleider suchen und den Zauber lernen, während du dich erholst.
Wenn ich fertig bin, solltest du bereit für den nächsten Ausflug in das verwunschene Verlies sein. Du bist so schrecklich. Hallo? Deinetwegen ist Rowan verletzt worden und jetzt willst du, dass sie wieder mitkommt? Ich gehe nicht mehr dorthin. Richtige Einstellung. Was meinst du? Ich will dir helfen, aber ich werde niemals stark genug sein, um dir mit den verwunschenen Verliesen zu helfen. Ich halte dich nur auf. Ich brauche deine Hilfe. Nein, du musst dich ausruhen. Ich verstehe, Rowan. Ruh dich aus. Und ich überlege mir, wie wir in das verwunschene Verlies gelangen. Hast du eben nicht zugehört? Rowan will nicht mitkommen. Danke für dein Verständnis, Valkyria. Ich war dem Tod einfach noch nie so nah wie bei unserer Begegnung mit der Tür. Schicke eine Eule, wenn Madame Pomfrey findet, dass du fit genug bist, um aus dem Krankenflügel entlassen zu werden. Ich muss zu den Besenflugstunden, aber ich werde alles für den nächsten Ausflug in das verwunschene Verlies vorbereiten. Das ist irgendwie nicht sehr nett. Tja. Cool. An Besenflugstunden teilnehmen. Achtung, die Besenflugstunden beginnen auf dem Trainingsgelände, verspäten Sie sich nicht. Ja, wir werden uns aber so oder so verspäten, weil wir jetzt erstmal wieder warten müssen, bis unsere Energie vollgeladen ist. Woohoo! Interessant ist das sowieso, weil wir das ja auch gar nicht als Lektion angegeben haben. Du musst fleißig weiterlernen. Genau, damit haben wir Geschichte Teil 4 von 5 dann beendet. 5 von 5 ist dann nach den Besenflugstunden. Ich skippe einfach mal bis zum Ende der Besenflugstunden. So, ich habe mich jetzt schlussendlich doch dafür entschieden, die Besenflugstunde voll mit reinzunehmen, weil wir ja bei der Hauptquest meistens noch Dialoge vorne dran haben, wie wir jetzt ja sehen. Anscheinend ist deine Freundin Kerner im Krankenflügel, weil sie dir bei der Suche nach einem verwunschenen Verlies geholfen hat. Tu nicht so, als würdest du dich für meine Freundin interessieren, Marula. Oh, deine Freunde sind mir egal. Aber ich bin hinter dem verwunschenen Verliesen her. Allerdings nicht so sehr wie dein verrückter Bruder. Warum glaubst du, dass er so besessen von den Verliesen war? Schatz, Wissen, die Herausforderung. Ich denke mal, dass das Wissen hier eher von Vorteil ist. Er war bestimmt auch ein Ravenclaw. Garantiert. Angeblich sind die Verliese voller Weissagung und Artefakte. Er wollte bestimmt ihre Geheimnisse lüften. Ich weiß, was ihm zugestoßen ist. Du weißt, was mit meinem Bruder passiert ist? Du musst es mir erzählen. Später, Delacroix. Der Unterricht beginnt gleich. Blöfft sie nur oder weiß sie wirklich mehr? Und wenn ja, woher sollte sie bitte so viel wissen? Das, Kinder, ist die Frage aller Fragen. Vorbereiten des Kommandierens des Besens. Wow, das war voll schlecht. Es ist an der Zeit, dass Sie üben, Ihren Besen zu kommandieren. Stellen Sie sich hin, strecken Sie die Hand aus und sagen Sie hoch. Und ja, ich habe eure Kommentare dazu gelesen. Ich war ja der Meinung, dass es auf ist, aber auf war tatsächlich nur im Film. Hoch ist die richtige Version aus den Büchern. Ist gut, ich hab's verstanden. Nun, Miss Delacroix, rufen Sie Ihren Besen zu sich. Alles klar. Hoch! Obwohl ich auf halt irgendwie epischer finde. Ich weiß nicht warum. Dieser Kommentar war voll dämlich. Ich weiß nicht, auf ist irgendwie viel, viel herrschsüchtiger, viel, viel selbstbewusster. Was rede ich hier? Es ist früh morgens, ich bin gerade erst aufgestanden, bitte entschuldigt mich. Machen Sie sich in Ruhe mit Ihrem Besen vertraut. Hallo Besen, ich bin Valkyria. Ich werde dich gleich besteigen. Und danach werden wir beste Freunde sein. Besteste Freunde. Ich bin bereit zum Fliegen. Und los geht's. Ach, ich mag die Fluganimation so gerne. Schwupp. Flup.
Ich glaube, hier ist auch ein Bug. Ab und zu heißt es, wenn zu hören, wenn man auf Penny raufklickt. Naja. Sieht immer so stolz auf. Ich will auch so gern mal fliegen. Aber nein. Ein gut gepflegter Besen ist ein schneller Besen. Auf zur Besenpflege. Ja, gut, das kennen wir ja jetzt auch schon. Wenn das so weitergeht, dann müsste ich aber gleich schon fertig sein, oder? 3, ja gut. Haben wir 7 verbraucht. Dann gehe ich gleich nochmal durch Hogwarts durch. Ja, komm, ich mache an dieser Stelle ganz kurz eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Ende der Lektion. Ich gehe jetzt einmal durch Hogwarts durch, sammle die ganzen Energiepunkte ein. Mach vielleicht auch mal die Freundschaftsaktion, denn da kann man tatsächlich auch gut Energiepunkte sammeln. Von daher, bis gleich. Was glaubt Merula also über unseren Bruder zu wissen? Das interessiert mich jetzt mal. So, letzter Stern. Ich nehme mal die Tapferkeitspunkte. Es ist Zeit, auf meinen Besen zu steigen, ohne herunterzufallen. Ich muss mich konzentrieren. Na schön. Ist ja gut hingehauen. Ich finde es super, wenn sie einen in den Schädel kriegt. Ich bin viel zu leicht zu begeistern irgendwie. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich dran. Oder auch nicht. Leider. Genau, momentan läuft außerdem auch noch das Event. Das habe ich am Wochenende komplett vergessen. Ehrlich gesagt. Ich habe lange Zeit nicht aufgenommen. Deswegen wird das wahrscheinlich nichts mit den alle Gegenstände erhalten. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Gegenstände jetzt nicht so schön. Ich lege es jetzt noch drauf an, die Diamanten zu bekommen. Die kann man immer ganz gut gebrauchen. Aber die Klamotten... Leute, seien wir mal so ehrlich. Der Burner sind die nicht. Erzähl mir, was du über meinen Bruder weißt, Merula. Oh, das werde ich. Aber zuerst musst du etwas für mich erledigen. Was willst du? Angesichts deiner Unfähigkeit ist es zwar unwahrscheinlich, aber erzähl mir davon, falls du jemals ein verwunschenes Verlies öffnest. Okay. In Ordnung. Ich werde dir davon erzählen, wenn ich ein verwunschenes Verlies öffne. Also, was ist meinem Bruder zugestoßen? Ich erzähle dir alles, was ich weiß, wenn du mir erzählst, was du in den verwunschenen Verliesen findest. Du solltest dich beeilen, Delacroix. Ich habe gehört, dass dein Bruder nicht mehr lange lebt. What? Creepypasta. Jetzt sollen wir uns mit Rowan treffen, allerdings erst in 3 Stunden. Und ich hatte gedacht, dass die Besenflugstunde der letzte Teil der Geschichte ist. Aber nein! Achso, wir treffen uns mit ihr sogar in der großen Halle. Ist sie wieder fit? Schön! Rowan wird aus dem Krankenflügel entlassen. Was sie uns zu erzählen hat, erfahren wir allerdings erst in 3 Stunden. Rowan wurde mittlerweile aus dem Krankenflügel entlassen. Ich bin mal gespannt, was sie uns jetzt zu erzählen hat. Vielleicht schließen wir jetzt endlich das nächste Kapitel ab und können mit Kapitel 6 fortfahren. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, was weiß Merula über das Verschwinden unseres Bruders? Und warum hat sie so eine Andeutung gemacht, dass er eventuell nicht mehr lange zu leben hat? Das ist etwas, was mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Ich finde es absolut merkwürdig, dass sie überhaupt diese Ahnung hat, was mit unserem Bruder gerade passiert. Und ja, who knows? Vielleicht will Rowan uns jetzt auch sagen, dass sie uns nie wieder zu den verwunschenen Verliesen begleiten wird, was ich auch durchaus verstehen könnte. Denn die Gute ist ja nun nicht wirklich gut davongekommen bei unserem letzten Besuch und wurde ganz schön verletzt. Gut. Spiel, erscheine bitte. Dankeschön. Hallo, Rowan. Ganz allein. Fühlst du dich besser, Rowan? Viel besser, obwohl ich immer noch manchmal schrecklichen Schüttelfrost habe. Du siehst traurig aus. Hoffentlich glaubst du nicht, dass ich sauer bin, weil du nicht mehr mit mir in das verwunschene Verlies gehen möchtest. Ich wünschte, ich wäre stärker und nicht so versessen darauf gewesen, den Eiskorridor zu erkunden. Ich hätte dich nie in Gefahr bringen dürfen. Ich möchte dir helfen, aber ich fühle mich so nutzlos. Ich werde versuchen, dich aufzubauen. Danach werden wir sehen, wie du mir mit den verwunschenen Verliesen helfen kannst. Oh, eine Freundschaftsaktion. Rowan rekrutieren. Ah,
Aber wollen wir sie wirklich dazu zwingen? Ich will dir ja gerne bei den Verliesen helfen, aber ich bin einfach nicht stark genug. Rowan überzeugen, dir zu helfen. Das heißt, wir nehmen jetzt wahrscheinlich wieder die My Little Pony-Angaben. Wenn ich doch nur stärker wäre. Du wirst noch stärker werden. Vielleicht, wenn du mehr gelernt hättest. Du hast deine ganz eigenen Talente. Hat sie auch. Sie ist klug, nicht unbedingt stark. Immerhin fühlt sie sich jetzt besser. Schön. Und wie kann ich behilflich sein? Ich werde dir Bescheid geben. Dadurch, dass du enorm gut fliegen kannst. Dein Wissen über Hogwarts. Richtig. Du hast Ahnung von dem Ganzen. Ich meine, Penny auch. Aber bei Penny ist es eher Gerüchte. Danke, Valkyria. Du bist eine gute Freundin. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dir helfen kann. Reden wir einfach weiter. Du wirst sehen, dass du dir einfach nicht genug zutraust. Manchmal fühle ich mich richtig nutzlos. Nutzlos zu sein ist brillant. Was? Das mache ich manchmal auch. Sei nicht so albern, Rowan. Knallhart. Sehr schön. Du schaffst es immer, mir Selbstvertrauen zu geben, aber ich glaube immer noch nicht, dass ich dir bei den verwunschenen Verliesen weiterhelfen kann. Verstehe, Rowan. Reden wir einfach über die Möglichkeiten, wie du mir helfen kannst. Ich will dir bei den Verliesen helfen. Ich weiß das. Ich brauche sonst nie Hilfe. Dein Wissen ist uns eine große Hilfe. Also sei mal ein bisschen selbstbewusster. Du heißt doch nicht Ben. Sehr schön. Danke, Valkyria. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie ich dir mit den Verliesen helfen kann. Richtig. Sehr schön. Wow, Freundschaftslevel 5. Danke für deine aufmunternden Worte, Valkyria. Vielleicht bin ich nicht besonders stark, aber ich kann auf andere Art behilflich sein. Ich brauche dich auf jeden Fall, um in das verwunschene Verlies zu gelangen. Ich bin nicht stark genug, um an der Tür vorbeizukommen. Du hast Glück. Ich habe zahllose Stunden allein in meinem Zimmer damit verbracht, Listen der stärksten Schüler in Hogwarts zu erstellen. Kennst du jemanden, der uns helfen kann? Ben wäre hier am naheliegendsten, weil er mächtige Zauber beherrscht, aber er ist so schnell nicht für ein solches Unterfangen zu haben. Das stimmt, da schließt er sich lieber im Schrank ein. Merula ist stark, aber du kannst dir leider nicht vertrauen. Du musst jemanden fragen, den du noch nicht kennst. Jemand, der noch stärker als Ben und Merula ist, vielleicht sogar mächtiger als du. Wer? Bill Weasley! Oh yeah. Billy Boy, du wirst mein Freund. Nie von ihm gehört. Dein Ernst? Du hast noch nie von Bill Weasley gehört? Er ist einer der beliebtesten Jungen in der Schule. Er ist einer der stärksten Zauberer in seinem Jahr. Er wird bestimmt einmal Vertrauensschüler und Schulsprecher. Alle sagen, dass er einer der tapfersten Schüler von Hogwarts ist. Das klingt nach dem perfekten Partner für die Suche nach einem verwunschenen Verlies. Aber wie willst du einen Viertklässler, den du nicht kennst, dazu bringen, dir mit einem verwunschenen Verlies zu helfen? Ich schicke eine Eule, ich spreche mit ihm, ich bringe ihm ein Geschenk. Ich bringe ihm ein Geschenk. Hoffentlich kann ich ihn überzeugen, mir zu helfen. Normalerweise übt er Verteidigungszauber auf dem Übungsgelände. Viel Glück, Valkyria. Wenn du dich mit Bill Weasley anfreundest, wird er damit auch mein Freund. Oh! Sie ist so ein Fangirl. Kapitel 5 abgeschlossen, Rowans Heilung. Und damit sind wir auch schon in Kapitel 6. Bill Weasley. Der Fluch des Verlieses ist einer der mächtigsten Zauber, die du je gesehen hast. Aber ein geschickter, älterer Schüler wie Bill Weasley kann dir sicher helfen. Oh my goodness. Wir werden jetzt also BFF mit Bill Weasley. Bill Weasley kann den Fluch der Eistür brechen. Also sprechen wir doch gleich mal mit ihm. Ich habe schon die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet. Ach, das ist so erfüllend. Da bubbert das kleine Potter-Herz so sehr. Ich bin halt auch ein kleines Fangirl von Bill. Ich kann Rowan da voll verstehen. Und ich war auch immer ein bisschen eifersüchtig auf Fleur Delacour. Muss ich einfach mal so sagen. Warum hat sich diese blöde Französin Bill gekrallt, nicht geknallt. Ich meine das vielleicht auch, aber
Ach ja. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Oh, guckt euch alleine mal diese breiten Schultern an. Hallo? Wollen wir Freunde sein? Bam! Rums! Hast du meine Eule bekommen? Er ignoriert dich. Kavum! Was kann ich für dich tun, Valkyria Delacroix? Weißt du, wer ich bin? Der gesamte Fuchsbau hat nur noch von deinem Bruder gesprochen, als der Tagesprophet seine Suche nach den verwunschenen Verliesen abgedruckt hatte. Wie ich höre, trittst du in seine Fußstapfen. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ein Buch über eine Hexe namens Patricia Rakepig. Rowan meinte, sie sei eine der berühmtesten Fluchbrecherinnen auf der ganzen Welt. Danke, Valkyria. Das wäre nicht nötig gewesen. Vielleicht kann ich dir helfen. Warum suchst du nach den verwunschenen Verliesen? Um meinen Bruder zu finden, um meinen Freunden zu helfen, um sie zu verstehen. Ich glaube, grundsätzlich suchen wir sie, um unseren Bruder zu finden. Und er hat genug Brüder, um das auch nachempfinden zu können. Mein Bruder war besessen von den Verliesen und ist verschwunden. Vielleicht finde ich im Verlies einen Hinweis darauf, was geschehen ist. Ich werde dir helfen, Valkyria. Wirklich? Natürlich. Dieses verwunschene Eis ist eine Gefahr für ganz Hogwarts. Wenn wir ein verwunschenes Verlies knacken, können wir das Eis vielleicht aufhalten. Außerdem habe ich mich noch nie im Fluchbrechen versucht. Das ist fantastisch, Bill. Vielen Dank. Danke mir nicht zu früh. Uns erwarten harte Arbeit und vielleicht auch Schmerzen, wenn wir ein verwunschenes Verlies knacken wollen. Du übst deine Zaubersprüche im Unterricht und ich bringe dir bei, wie man sich duelliert. Danach werden wir den Fluch auf diesem Verlies gemeinsam brechen. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Verwandlung üben. Wenn du den Fluch des Verlieses brechen willst, musst du dich vorbereiten. Es ist Zeit anzufangen. Dann fangen wir doch mal damit an. Und ich würde fast sagen, die Nebenquest machen wir dann im nächsten Part. Okay. Verwandlung üben. Wir müssen Spongy-Vieh auswendig lernen. Wow. Alles klar. Und wieder haben wir eine Privatstunde mit den ganzen Ravenclaws. Ich muss meine Zauber üben, um mich auf das verwunschene Verlies vorzubereiten. Dann mal los. Wir haben eine Stunde Zeit, um 5 Sterne zu bekommen. Und das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich springe einfach mal an dieser Stelle zum Ende der Lektion. Alle Zauberstäbe in die Luft. Stellen Sie sich für den nächsten Teil bitte hin. So schnell geht das. Ich dachte schon, ich müsste jetzt noch warten und Energie sammeln. Aber tatsächlich sind wir jetzt sofort durchgekommen. Ach komm, das verbraten wir jetzt auch nochmal kurz. Und damit haben wir schon 5 Sterne. Wunderbest. Sie müssen sich aufs Äußerste konzentrieren, um die Kraft Ihres Zauberstabs richtig anzuwenden. Konzentrieren kann ich. War am Anfang etwas holprig, aber mittlerweile geht's ganz gut. Gut. Damit haben wir die Aufgabe beendet. Spongy-Vieh freigeschaltet. 9 Verwandlungssterne, um die Lektion überhaupt freizuschalten. Das ist heftig. Das Zaubern klappt immer besser. Ich bin beinahe bereit für das verwunschene Verlies. Wir haben Verwandlung geübt. Als nächstes müssen wir uns mit Bill duellieren, allerdings erst in 8 Stunden. Und wir haben auch noch eine Nebenquest freigeschaltet, die ich dann beim nächsten Mal beginnen werde. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schnitzelmama over and out.